Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen im U-Boot-Krieg. Das ist das Halloween-Special und wir sind jetzt in der dritten Phase und jetzt haben wir die U-Boote freigeschaltet. Ich habe das jetzt schon einmal durchgespielt. Die Mission heißt Schrecken aus der Tiefe, genau, das Szenario der Woche. Und wir haben jetzt hier das U-Boot der Seelöwe. Sieht natürlich sehr Steampunk-mäßig aus. Wir haben zwei verschiedene Torpedos, die 1 und 2 sind für dickere Panzerung und die dritte kann irgendwas einfrieren. Torpedoreichweite sind 8 Kilometer. Lebenspunkte, ich habe vorher die Zipper gespielt, die hatte irgendwie um die 6000 ja, Lebenspunkte, Höhenpunkte, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Und der hat schon ein bisschen mehr hier, der Seelöwe. Oh, der Antrieb sieht ja ganz nice aus gerade, wie es geleuchtet hat. So, wir haben auf jeden Fall mehr Torpedos als der Zipper. Ich glaube, wir haben ihn auch einmal freigespielt, weil wir den Zipper gespielt haben. Weil vorher hatte ich den nicht zur Auswahl. So, wir können ja schon mal ein Ziel anwählen. Und wir werden mal langsamer. Wollen ja hier alle haben. Also Maschinenstopp. Ah doch, nicht ganz Maschinenstopp, wir wollen ein bisschen drehen. Jetzt würde ich sagen Maschinenstopp. Feuer. Rohr 2. Feuer. Rohr 3. Feuer. Tauchen. Ach, ich liebe es. Wir werden nachher auch mal versuchen, einen Gegner zu untertauchen. Da sehen wir auch, dass die KI automatisch irgendwie Wasserbomben schmeißt. Aber ich glaube, wir haben zu früh geschossen. Sieht nicht gut aus. Wir haben zweimal getroffen. Ach, hat mein Ziel. Scheiße. Da hätten wir vielleicht ein bisschen besser koordinieren sollen. Mal ein bisschen Energy geben. Und der grüne Balken, ne? Auf der linken Seite von der anderen Skala, wo jetzt gerade 9 Meter Tiefe steht. Ich nehme das nächste Ziel. Das ist unser Sauerstoff. Wenn der nämlich, ja, gefährlich wird, dann müssen wir auftauchen. Ich versuche gerade noch ein bisschen ranzukommen. Müssen ja eh noch warten, ne? Tauchen wir mal kurz auf. Stopp. Nein, das war zu tief. Aber es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Und ich freue mich, wenn das wirklich im fertigen Spiel implementiert wird. Ich glaube, dann spiele ich nur noch U-Boote. Wir müssen noch ein bisschen mehr drehen. Noch ein bisschen mehr drehen. Ein bisschen mehr drehen. Ein bisschen und Feuer. Rohr 1. Rohr 2. Feuer. Klar machen für Rohr 3. Feuer. So. Automatisch wieder einwählen und gehen wir ein bisschen näher ran, falls sie wieder wegtorpediert wird. Möchte mich gerne auch mal einen kaputt machen. Mission, ja. Verbannen Sie Rasputin dauerhaft. Das gibt ein gegnerisches Schiff später. Das ist die Rasputin. Die hält natürlich ein bisschen... Alter! Der klaut uns alle. Dann fahren wir jetzt mal... Geben wir jetzt mal Gas. Scheiß menschliche Spieler. So, wir müssen 15 Schiffe besiegen. Wir müssen, hier in 10 Minuten sein und 3 U-Boote müssen mindestens überleben und ja. Was wir aufpassen müssen, sind diese die Katapulte, die beschießen uns, sobald sie halt uns sehen. Wir können zwar zurückschießen, machen aber kaum Schaden. Ist nicht dafür ausgelegt, die haben auch keine Auswahl für unsere Kanonen, ob wir da HE oder AP Munition benutzen. Das ist egal. So. Also Thunderbird Alpha ist nicht schlecht. Ich habe versucht mal aus der Distanz ein bisschen das zu machen. Wenn man natürlich in der Gruppe spielt, da kann man natürlich mehr Spaß haben. Da hätte man nämlich nicht aufteilen können, die drei Ziele. Aber so im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, gefällt es mir. Es sieht auch optisch ganz geil aus. Natürlich würde sich ein UFO so schnell, UFO sag ich, ein U-Boot nicht so schnell hoch und runter bewegen, wie ich es gerade hier tue. Aber es ist schön. Es ist einfach schön. So, den überlasse ich dir. Ich will den nächsten. Nö, den will ich nicht. Nö. Den will ich da hinten. So, das Katapult schießt jetzt komischerweise nicht auf uns. Warum nicht? Und wir schießen auch nicht aufs Katapult. Wird er schon weg? So, jetzt gehen wir mal tauchen.
Das ist auch ein Schiff mit deutlicher besserer Panzerung. 65.000. Oh. Feuer. Boah, 2. Boah, das zippelt aber ganz schön. Bin ich einfach zu schnell. Torpedos auf Backbord! Bisschen vom Gashebel gehen. Feuer. Was heißt es warten? Ein Einschlag. Ah, komm, 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 komm. 2. Los mit dem Hintern. Oh, knapp vorbei. Aber wir haben die nächsten schon wieder. Kollisionskurs. Und 3. Das muss doch brechen in der Mitte. Ach scheiße. Kollisionskurs. Yes. Endlich. So macht es doch Spaß. Ich wollte gerade runtertauchen. Jetzt schießen die auch alles los. So. Ich spiele jetzt ein bisschen Ego, weil die klauen mir die ganzen Kills. Den nächsten hier. Der sieht gut aus. Der Levitan. Torpedos auf Backbord. Ich will erstmal wieder versuchen aus der Distanz. Torpedos auf Backbord. Torpedos auf Backbord. Wer kann uns erst ab 2... Oh doch, Torpedos Erkennbarkeit bei 5 Kilometer. Ups. Bei der Zipper war es 2 Kilometer. Das heißt, wir tauchen gleich. Und genau jetzt, wir wurden entdeckt. Scheiße. Da kommt auch schon die erste Schüssel. So, der eine trifft, die anderen beiden irgendwie nicht. Er hat den Kurs nochmal zwischendurch geändert. Gut. War das eine Wasserbombe? Torpedos auf Backbord! Feuer. Rohr 2, Feuer. Torpedos auf Backbord. Rohr 3, Feuer. Auftauchen. Brauchen einen Sauerstoff. Den jagen wir jetzt. Mal kurz gucken, von wo kommt das. Okay, tauchen. Torpedos 8 aus. Ah, schnell tauchen. Torpedos 8 aus. Der fährt hier unseren Torpedos weg, ne? Oh, doch, einen Treffer haben wir. Rohr 3. Oh, Wasserbomben. Torpedos 8 aus. Sehen wir die von hier unten? Kurz. Torpedos auf Backbord. Nö. Sieht das cool aus mit dem Fischis? Und wir haben ihn versenkt, wir haben ihn gejagt und wir versenkt. Haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Tauch mal auf. Auftauchen. Kein Sauerstoff mehr, doch. So. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Ja, ist ja gut. So, bisher ist noch keiner gestorben. Das war in der letzten Runde ein bisschen anders. Meiden Sie Stahlrattenzerstörer, die Wasserbomben mit sich führen. Das ist doch cool. Genau das meiden wir nicht. Das will ich ja sehen. Torpedos voraus. Aber irgendwie spinnen die Katapulte gerade so ein bisschen rum, finde ich. Normalerweise haben die gefeuert immer. In der Runde zuvor. Da kannten die nichts. Sie haben auch, egal wie weit und nah dran bist, wir haben gefeuert. Gerade eben irgendwie gar nicht. Da hinten nicht. Da musste man immer so ein bisschen tauchen, wisst ihr? Also angreifen, tauchen, schnell wieder hoch, tauchen und weil so dauerhaft wie gerade hier, das ging gar nicht, weil die einfach uns beballert haben. So, 8 Kilometer. Torpedo. Dann hier. Oh, den muss eh noch da. Dauert eh noch ein bisschen, bis wir in seiner Richtung da sind. Wir können ja aber trotzdem schon mal ein bisschen Torpedo verballern. Das Gute ist ja nicht so wie in echt, dass wir nur 18 oder 12 an Bord haben. Wir haben ja ein bisschen mehr. Nämlich unendlich. So, einfach mal was raus. Bam. Da ist er.
Der hat auch schon Schaden, der Rasputin. Da hinten. Ich glaube, den haben wir auch woanders schon mal in der Map gekillt. Bei den anderen Szenarien meine ich. So. Ach komm. Hier. Torpedos auf Backbord! Ah, komm. Wir wollen Rasputin. Nee, tauchen wollte ich jetzt noch nicht. Torpedos auf Backbord! Bohr 2. Feuer. Das fand ich ganz gut. Bohr 3. Torpedos auf Backbord! Feuer. So. Links und rechts. Jetzt wäre mal ein Grund zu tauchen. Torpedos auf Backbord! Bohr 2. Bohr 3. Rasputin hat gedreht. Ja, die anderen gehen, die ersten gehen vorbei. Und die gehen auch vorbei. Torpedos Achter aus! Okay. Also man hat zwar die Möglichkeit, außer Distanz zu schießen, aber macht nicht Sinn. So, ich würde jetzt gern. Oh, ich bin zu schnell. Noch einmal. Los, los, los! Torpedos Achter aus! Tauchen, 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 tauchen! Gas geben. Jetzt gibt's Unterwasser-Action. Torpedos Achter aus. Oh, die sind über uns, die Torpedos. Torpedos auf Backbord. Torpedos auf Backbord. Der schmeißt. Oh, da hinten sind Wasserbomben. Torpedos Achter aus. Geil. Das sieht auch von unten einfach cool aus. Sauerstoff ist schon fast knapp. Aber vor uns ist, vor uns sind Ziele. Ich würde sagen, wir tauchen wieder auf, wir brauchen Sauerstoff. Torpedos Achter aus! Weil wenn wir keinen Sauerstoff haben, gehen unsere Hüllenpunkte, unsere TP, runter. Torpedos Achter aus! Und, ja. Die schaffen das schon. Sage ich jetzt einfach mal. Versuchen wir einfach, die nächsten Ziele zu torpedieren. Oh, wir brennen. Feuer, tauchen. Tauchen! Tauchen, den Zerstörer! Oh, was ist nun los? Toll. Das gibt's doch nicht. Ich wollte euch Wasserbomben zeigen und wir hatten jetzt keine. Wir hätten welche aus der Entfernung. Ich hatte bei der ersten Aufnahme bin ich wirklich ein gegnerisches Schiff untertaucht. Und da drüben, dahinter habe ich nicht gesehen, da war noch ein anderer Zerstörer. Und da bin ich natürlich, musste ich da auch noch weiter tauchen. Und da hast du richtig gesehen, also man sieht nicht richtig, wie die da reinfallen ins Wasser. Die sind bei mir komischerweise irgendwie im Wasser gespawnt, die Wasserbomben, auf unterschiedlichste Tiefe. Und ich musste ganz tief tauchen. Und Sauerstoff war knapp, aber ich habe es noch geschafft. Aber das war cool. Das habe ich jetzt leider euch nicht zeigen können. Ich werde es aber noch nächstes Mal versuchen. Ja. Haben wir jetzt, wenn wir jetzt mit den Seelöwen durchgespielt haben und alle 5 Sterne haben, haben wir, da kriegen wir jetzt auch noch ein U-Boot. Nö. Das heißt, ich mach's mal mit den anderen auch nochmal. Mal gucken, ob wir dann auch noch U-Boote freigeschaltet bekriegen. Genau, der Zipper war Stufe 7 und der Seelöwe ist auch 7. Das sind alle 7. Oder habe ich den einfach übersehen? Das kann sein. Gut, der hat wieder keine Geschütze oben. Der hat Geschütze oben. In Dienst gestellt. Ist auch so schön. Fällt mir jetzt das auf, wir haben sogar Texte durchgeschrieben. Gut, so. Das war's erstmal aus der Schrecken, aus der Tiefe. Mit dem Seelöwen. Also mir macht das U-Boot-Fahren gerade richtig Spaß. Ich feiere das wirklich gerade richtig. Also wenn das wirklich reinkommt, das wäre richtig cool. Das würde das ganze Spiel nochmal irgendwie so ein Stück weit verändern. Ja. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und wenn ja, könnt ihr mich gerne liken, kommentieren oder auch abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.